Halli und hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zur nächsten Folge von Wildlands zusammen mit den lieben Solenz. Hallöchen. Wen habe ich als nächstes? Den lieben Lemon Freak. Hallo. Und den lieben Blacky. Hallo. So, jetzt muss ich noch raus aus der Drohne. Halt. Und ich bin auch dabei. Hi. Ja, und die liebe Jenny. Das ist so nebenbei. Gut, und tschüss. Mama. Danke. Wo wollen wir überhaupt hin? Warte mal, ich drück mal. Wir hatten hier ein unbekannter Ort und gleich neben uns. Ah. Oh, hast du schon markiert, stimmt. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nach oben danach und gehen wir gleich oben, nach ganz oben. Ist irgendwas zum Einsammeln? Warte mal, ich sehe es nicht. Das nein. Ist nichts. Ist nichts zum Einsammeln. Okay. Wir hätten hier direkt hier irgendwie eine Hauptmission. Ja. Wollen wir gleich anfangen? Ja, dann wenn ihr schnell macht, dann können wir. Okay, ich bin drinnen, M. Jo, hab's. Fahrer ist down. Umgelegt. Oh Gott. Würdest du ab... Hey, ich kann nicht aussteigen. Muss nochmal versuchen. Jetzt. Was war das? Ist manchmal ein bisschen buggy. Pass auf, da ist irgendwo noch einer. Erledigt. Wer fährt? Ich nehme den Heli dann, okay? Oh nee, schlechte Werkstatt Idee, ich habe keinen Controller angeschlossen. Den Truck dort ab. Kannst du fliegen? Die Art, die in ja, gut. Geschäften investiert, um das Geld des Chefs zu waschen. Gleich bei der nächsten Pause schließe ich mal den Controller wieder an. Ja, wäre vielleicht besser. Oh Gott, jetzt müssen wir rückwärts fahren. Achso, nicht den Berg runter. Fahren kann ich noch. Ja, wer weiß, noch. Was du schon alles so vorhast. Ja, genauso wie Heli fliegen ist auch nicht schwer ohne Controller. Das ist eine Silber- Vorsicht, da, Santa Blanca hat alle in der Nähe übernommen und Barbechos Plata als Manager angeheuert. Aus der Sicht der also Bergleute, es geht, klar, du kannst alles wieder dazwischen steuern. Ein Boss ist so schlimm aber andere, mit dem Controller ist es viel feiner und du hast ein besseres Gefühl. Also bei mir zumindest. Und es ist einfacher, unbequemer. Ganz ehrlich, mir wäre es zu kompliziert, ständig zum Controller zu wechseln, dann wieder zur Tastatur, wieder zum Controller. Zwischendurch spiele ich auch einfach so mit Controller. Oh, das war knapp. Wie Tobi einfach vorne wegfliegt. Oh, ja, mir ist jetzt gerade erst im Nachhinein aufgefallen, dass das hier eine Basis grade, ist. Das war nicht gut. Hä? Was passiert? Wir müssen dann mit dem LKW reinfahren, ohne gesehen zu werden. Oh, ich sollte die Mission vielleicht lesen. Aber wir wurden entdeckt, weil wir reingefahren sind direkt. Nein, wir müssen ja da reinfahren. Tobi ist aber mit dem Heli drüber geflogen. Ah. Entweder das oder Mike ist schuld. Mike ist schuld. Danke. Eindeutig, wir haben es eindeutig gesehen. Nee, ich weiß nicht, Mike, bist du da reingefahren oder? Nein, nee, ich war ja war oben. Noch hinter uns. Ah, okay. Ich bin oben drüber. Dann war es meine Schuld. Ich hätte doch Platze. Platze? Ich hab Ladescreen. Da fehlt einer, warte mal. Blatt ist noch nicht gespawnt. Ich hab Blatt ist weg. Herr, bei mir stießt du hier einfach noch. Ich bin auf dem Motorrad. Ich wollte gerade sagen, Blackie ist 380 Meter weg und warte mal auf Mike. Und das hat jetzt mit 6. Ja, jetzt. Achso, das ist Mike. Oh, sorry. Ich muss mich mal eben kurz verstecken. Ich hab ein Moped. Ja, gut, dann gib Gas. Mike, wo bist du? Ich gebe Gas. Ah. Ja, aufpassen. Und die dort auf dem Hauptweg. Uncool. Ich bin doch schon weg, Uni, dort guck mich nicht an. Verdammte Kacke. Ich müsste aber genau in die Richtung. Ja, mach mal so. Wo fährst du lang? Was, wer? Ich. Ihr beide. Was? Ach. Jenny. Ja? Bist du gerade ernsthaft auf den Schienen gefahren? Nein. Nein, überhaupt nicht. Nö. Es gibt keine lebenden Beweise mehr dafür.
Oh, verdammt, wir nehmen. Oh. Aber die sieht wieder geil aus da hinten. Okay, wir dürfen nicht mehr entdeckt werden. Bitte hört auf zu schießen, 30 Meter. Jetzt kannst du schießen vor uns. 100 Meter. 100 Meter. Mich ja eben auf. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Hä? Achso, bist du. Ich bin am Stein hängen geblieben, mal wieder. Hat jemand eine Werkstatt in der Nähe? Abreiben? Wir stellen den Truck okay. Dort ab. Ich Alter, Pfannenwender dabei? Uni dort. Möglichen Geschäften investiert, um das Geld des Chefs zu waschen. Okay, warte, ich steig mit ein, warte. Raus aus dem Auto. Der Tango ist kein zweites Mal, ein zweiter Tango. Was willst du? Oh Gott. Alter, wie lenkt. Alter, wie. Was für eine Lenkung hat der? Oh Gott. Der lenkt einfach mit dem ganzen Führerhaus mit. Wollte ich gerade sagen, das zittert da vorne. Ja, das ist die Lenkung. Die Oma war jetzt. Es war aber jetzt unnötig, dass du die überfährst. Welche Oma? Keine Beweise. Wenn wir willen, dürfen nicht ganz hinterher fahren, ja? Wir dürfen gleich unser Lieblings machen und die Uni dort ablenken. Uni dort verloren. Macht ihr schon. Okay. Wo mich hat in der Arbeit irgendeine Schnarke oder so gebissen, das juckt gerade wie sonst was. Ach, wo ist das immer hier rumkommen? Wie bitte? Oh Gott, du fährst vorbei, eine Frau schreit. Ich bin unschuldig. Du bringst so einige Frauen zum Schreien. Ich sag nichts dazu. Zu viele Informationen. Ja. Ja. So, hier geht's runter, oder? Nächste. Oh! Zero mit dem Auto. Nix. Ich habe gerade gesagt, hier geht's runter, weil Alexa stop. Ist angegangen. Stopp. Ja, was? Kriegst du Sinn? Okay, warte, ganz kurz, Konzentration. Woher wissen die eigentlich immer, dass wir die Soldaten sind? So, und jetzt aussteigen, oder was? Weiß ich nicht. Das Ding... Wow. Wir müssen jetzt abhauen, ohne entdeckt zu werden. Genau, aus diesem gelben Kreis raus. Gut, dann halt nicht. Dürfen wir Leute dafür töten? Ich glaube nicht, nein. Verdammt. Okay, warte mal. Ich suche mal erstmal ab mit der Drohne, wo alle sind. Ich kann meine Drohne nicht rausholen. Meine Drohne ist zu fett dafür. Ich habe eine Idee. Und zwar? Setz die Drohne ab. Nimm mich mit. Ich fahr doch nicht weg. So. Dein Ernst? Habt ihr jetzt ein Auto gefunden oder was? Nein. Aber hier ist ein so ein Palettenstapel. Ach, ich bin raus. Du musst nur in den Truck einsteigen und wieder rauskommen. Toll. Verzeihung. Wer wurde entdeckt? Ich. Der hast du das geschafft? Er hat ins Führer rausgeschaut. Der stand genau neben mir. Jetzt wissen wir wenigstens, wie man rauskommt. Was Frau. Frau. Ich, weißt du, ich schon wieder. Als ob ich immer alles mache. Ja. Ich bin nicht Lemon. Doch. Nein. Nein? Was habt ihr bloß gegen mich? Nichts Effektives. Danke. Du bist zitronig. Oh, jetzt habe ich wieder ewigen Ladebildschirm. Hast du den letzten Prozent und so? Also Anzeige.
Na komm rein. Hup, 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 hup. Und dir steige ich garantiert nicht rein. Ich chauffiere mich durch die Gegend. Jawohl, Sir. Abkürzung. Bitte nein, ohne nicht. Irgendwas mitzunehmen. Jawohl, Sir. Ich muss gerade an Dr. Who denken. Warum erinnert mich das gerade eher an eine Biker-Gang? Weißt du, mit zwei Waffen auf dem Rücken sieht es viel geiler aus. Mit einem Mini. Blackie, ich hab einen Chauffeur. Ich wollte das Auto mal testen, ob das schiebfest ist. Wo ja eine Chauffeurin. Oh Gott, ich hab mich jetzt erschrocken. Woher kommt aus dem Auto irgendwas raus? Oh Gott. Das war so eine entspannte Fahrt und da kam er. Dein Ernst! Wo ist der Transporter? Der steht ja auf der Klippe. Der ist geparkt. Unbeschädigt? Ja, warte, ich steck mal. Werkstatt in der Nähe. Wir stellen den Truck dort ab. Welche Art von Buchhalter hat eine Werkstatt? Die Art, die in allen möglichen Geschäften investiert, um das Geld des Chefs zu waschen. Wow. Ah, okay, jetzt kapiere ich. Wir müssen von dem einen Boss das Geld klauen und zu dem anderen Boss bringen. Jetzt verstehe ich, was wir machen müssen. Ah. Ja. Ich glaube, ich habe so ziemlich nur die Zivilisten getötet. Nicht einen einzigen hier Typen. Schade, ich dachte, Mike fährt mir voll hinten rein. Manchmal wünschte ich, ich hätte besser aufgepasst. Ja, ciao. Warum? Naja, es ist ziemlich interessant, was denke ich immer sagen. Einige Sachen verstehe ich. Mit Uno de Pass, also einer haut ab und so weiter, das versteht man. Aber der Rest, der ist halt. Okay. Hilfe, mein Fahrer ist weg. Das war die falsche Taste auf dem Controller. Ich wollte wissen, wie man hier Handbremse macht. Hier wahrscheinlich hier oben. Die kleine Schultertaste oben. A. Und A. Ah. Ja. Und zwar A. Dein Ernst. Okay, A. Inge, will ich dir eine reinhauen? Nein. Doch. Nö. Oh! Das muss sein. Oh, sorry, Blackie. Ich will nicht das sagen. Das ist euer Fluchtfahrzeug. Ja, du warst am Rande. Ah, okay, dann darfst du gerne weiter mitfahren. Ich will ja nichts sagen, aber Blackie hat gerade... Ja, Blackie, fahr mal nochmal drüber. Ich hab ein Déjà-vu. Echt? Ne, erstmal abgeben. Jetzt so. Kleiner Cheater. Gut, so geht's auch. Beeil dich. Fuck, 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 fuck. Warte. Warum bleibst du nicht einfach im Wagen? Ja, weil er mich auch gesehen hätte im Wagen. Kannst du kurz für mich ausspüren nehmen mit deiner Drohne? Ich sehe ihn nämlich nicht mehr. Die Drohne ist oben. Markier mal bitte alle Ziele dann. Kommst du so weit mit der Drohne? Doch, da. Ich schicke eine Drohne. Aber hier hinter dem Fahrzeug war noch einer. Da ist er. Oh, genau hier vorne. Er geht jetzt gerade weg. Okay, warte, ich steck sie wieder ein. Sag hey, ich mit der Drohne ihm gegen. Der hat mich gehört. Nee, das war ich. Ich sehe ihn. Er soll weiter weggehen, verdammte Kacke. Das ist mir noch zu nah. Sonst, wenn er gleich umdreht, ich sag dir Bescheid, dann steig auf den Bretterhaufen und dann auf den Truck. Mhm. Wenn du es hinkriegst. Der steht nur jetzt genau da, das ist das Problem.
Mit dem Rücken zu mir? Ja. Jetzt, schnell. Nein, er sieht mich. Da war das irgendein anderer. Ich komme nicht auf den Truck, ich komme nicht auf den Truck. Ja, dann geh schnell, steig schnell ein. Ich kann auch nicht rein, Passagier ist gesperrt. Warum ist der gesperrt? Kann ich dir nicht sagen. Wie kommt denn jetzt hier am besten raus? Jetzt kann ich rein. Ja, und jetzt schnell wechseln. Wie? Mittlere Maustaste. Also Mausrad. Und jetzt aussteigen schnell. Und jetzt schnell rüberhüpfen. Gut. Wo seid ihr? Mit dem Fluchtfahrzeug? Oh fuck, ich bin nach unten gefallen. Ich lebe. Ist egal. Lass uns auf die Straße gehen. Ja, dann müssen wir da runter zum Oh, hier ist eine Kickslayer-Jagd. Lass uns über die Straße hier gehen. Ja, wir sind gleich aus dem Bereich raus. Könnte auch raus. Dann können wir gleich die Kingsley-Akte nehmen. Weil da war auch noch ein Dokument drin, ne? Ja. Ja, deswegen wartet mal. Das war's. Jetzt kann Baumann Nidia den Tipp geben. Und Nidia wird Pulpo aufs Gut, aber du hast jetzt erstmal abmoderieren. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, meine lieben Leute. Cheerio! Ciao, ciao! Tschüss!